Die Bilanz eines ganz normalen Einkaufs. 4 randvolle Wagen. Sie signalisieren, dass hier eine große Familie ernährt werden muss. Heidi und Fritz Frei sind Pflegeeltern von Beruf. Sie teilen ihr Haus und ihr Leben mit Problemkindern verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft. Gegenwärtig sind es 14 Pflegekinder, nebst den 7 eigenen und 3 Adoptivkindern, mit denen das engagierte Paar eine Großfamilie bildet. In der heutigen Zeit geraten Problemkinder rasch ins Abseits. Sie kommen in Heime und Sonderschulen. Oft droht eine eigentliche Heimkarriere. Diesen Kindern und Jugendlichen bieten die Freis Zuwendung und erzieherische Förderung. Das Ehepaar Frei betreut keine rotbackigen Vorzeigekinder. Da ist zum Beispiel der 9-jährige Salvi. Seine Zukunftsaussichten hätten kaum düsterer ausfallen können. Seine Beine mussten vor 7 Jahren amputiert werden. Tumore an Bauch, Rücken und Armen wachsen unerbittlich. Es ist ein Wettlauf mit dem Tod. Am Vormittag sind nur die jüngsten Pflegekinder sowie zusätzlich 6 Tageskinder zu Hause. Es sind alles Kinder, die niemand betreuen konnte oder wollte. Vor kurzem haben die Freis auch eine Schule gegründet, wo Lehrtöchter zu Großfamilienerzieherinnen ausgebildet werden. Den Entschluss, Kinder aus misslichen Verhältnissen aufzunehmen, fällte das Ehepaar Frei bereits vor 40 Jahren. Ja. Ich habe eigentlich in der Lehre, im Kinderheim, hat man früher enorm viele Kinder gehabt. Und dort habe ich gesehen, dass die Kinder keine Bezugspersonen haben, dass auch nicht am Abend mit ihnen gebettet wird, dass also nicht ein Zuhause haben, wie wir es erlebt haben. Und darum habe ich eigentlich meinen Mann gefragt, also dann war er noch nicht mein Mann, bist du einverstanden mit mir, etwa 12 Kinder aufzunehmen und denen ein richtiges Zuhause zu schenken. Dass es eine Mami und ein Papi haben, wie richtige Kinder in der Familie auch. Die den Freis anvertrauten Kinder haben Liebe und Aufmunterung besonders nötig. Sie wurden von ihren Eltern abgelehnt oder abgeschoben. Viele sind körperlich und seelisch misshandelt worden. Sie kamen in ein Heim, in eine Pflegefamilie, nochmals ins Heim. Diesen verhängnisvollen Kreislauf wollen die Freis durchbrechen. In der Großfamilie bekommen die Kinder feste Bezugspersonen und sie bleiben mit den gleichen Eltern und Geschwistern zusammen. Sie spüren, dass sie zur Familie gehören und dass sie gebraucht werden. Ich glaube, Kreativität und Gemütsbildung, Freude und Sorge verteilt auf viele Achseln, seien es jetzt viele Kinder oder wir Erwachsene mit den Mitarbeitern als Eltern, ist das leichter zu tragen. Und man hat viel mehr Erfolg, eben weil es verteilt ist unter viele. Und dann kommen natürlich die vielen Freuden als Echo auf einen zurück, also sehe ich. Geduld ist für Mami und Papi Frei, wie sie von ihren Kindern genannt werden, oberster Grundsatz. Damit haben sie Erfolg mit den zum Teil schwerst gestörten Kindern. So hat der 19-jährige Davide, der als autistisches, total verwahrlostes Kind zur Pflegefamilie freikam, inner 10 Jahren erstaunliche Fortschritte gemacht. Die Fortschritte sind nicht spektakulär. Sie sind an Kleinigkeiten, die für andere Kinder selbstverständlich sind, zu messen. Ganz ohne fremde Hilfe sind die erzieherischen Probleme aber nicht zu lösen. Wenn es Psychologen braucht, psychologische Beratung, gehen wir zum Psychologen, Schulpsychologen. Wenn schulische Sachen Schwierigkeiten machen, gehen wir zum Lehrer. Manchmal gibt es auch Sachen, wo man die Seelsorge braucht, für die grösseren Kinder. Wir haben auch Vormünd und Beistände, wo wir zu Rate ziehen. Also, ganz allein könnte man so eine grosse Aufgabe schon nicht machen. Die Kinder werden religiös erzogen. Man liest zusammen die Bibel.
Das Leben in der Großfamilie bringt den Kindern auch Verpflichtungen. Das gilt insbesondere für den Umgang mit den jüngeren Kindern, die manchmal auf die Hilfe der Älteren angewiesen sind. In den Zimmern wird aber auch viel gespielt. Ist es schön, wenn man so viele Geschwister hat? Gut. Willst du lieber weniger Geschwister? Warum? Dann kann ich besser spielen. Und wenn du spielst, was spielst du denn am liebsten? Mit dem Playmobil. Was gefällt euch am besten in der Grossfamilie? Eigentlich alles. Also, es ist dass man mit den anderen, also dass man mehr als nur einen Bruder hat und auch mehr Geschwister hat, dass man mit denen spielen kann. Ja. Gibt es auch etwas, was euch nicht so gefällt? Endlich und früh aufstehen. Ein wichtiger Unterschied zur Normalfamilie besteht jedoch. Fritz Frey, früher Kabelmonteur, ließ sich vor 6 Jahren frühzeitig pensionieren und bleibt jetzt daheim. Die Erziehungsarbeit braucht Kraft und natürlich viel Geld. Mit Spenden, Subventionen und Elternbeiträgen kommen die Freys finanziell über die Runden. Die Geldsorgen bereiten dem Ehepaar aber schlaflose Nächte. Sie erhalten nur wenig Subventionen. Dies wird unter anderem damit begründet, dass Heidi Frey nicht Erzieherin, sondern nur gelernte Kinderpflegerin sei. Dennoch loben die Vormundschaftsbehörden die erfolgreiche Erziehungsarbeit der Freys. So, der Tagesablauf der Buben und Mädchen zwischen 3 und 20 Jahren ist straff organisiert. Das Haus ist ein Ort, wo die Kinder sich für längere Zeit einrichten können. Die Liegenschaft gehört der Stadt Zürich und bietet mit seinen 15 Zimmern genug Platz für die Familie. Während aus der Küche Teller und Pfannen klappern zu hören ist, bereiten die Lehrtöchter die Jüngsten für den Mittagsschlaf vor. Jetzt sind Sie ja beide über 60. Das jüngste von Ihren Pflegekind ist 3. Machen Sie sich keine Sorgen um die Zukunft von Ihren Kindern? Ich glaube, Sorgen könnten sich auch die machen, die jung sind. Denn es kann ja jeder Mutter oder jedem Vater etwas passieren. Wir haben ja auch Kinder, wo die Mutter gestorben ist oder wo der Vater gestorben ist. Das Leben muss gleich weitergehen. Und die Verantwortung, die wir haben, für die Kinder denken wir jetzt schon, wenn wir älter sind. Wir nehmen nur noch Kinder auf, die Bezugspersonen haben daheim. Früher hatten wir Kinder, die gar niemand hatten. Und die sind heute noch da. Und jetzt nehmen wir nur noch Kinder auf, die jemand haben, dass, wenn es uns etwas gäbe, dass es doch noch etwas Bezugsperson da ist. Und wir haben auch eine Stiftung gegründet, aus dem Grund, dass wenn wir nicht mehr mögen, dass die Nachfolge uns ersetzt und wieder Mutter und Vater ersetzt für uns, für die Kinder. Ja, und unsere grossen Kinder würden dann schon eingreifen und würden für die Kinder sorgen. Da habe ich keine Bedenken. Die wissen schon, dass oder sie sind irgendwie wie alles, ist Geschwister, die schauen füreinander. Da habe ich den Eindruck, dass da schon geschaut wird, dass wir da ruhig können sein darüber. In den vergangenen Wochen haben sich die Buben und Mädchen etwas einfallen lassen. Sie überraschten die Pflegeeltern mit einem selbstgemachten Lied. Alles
Freis hätten es einfacher haben können. Ein geregeltes Leben, 2 bis 3 Kinder, freie Wochenenden, ein regelmäßiges Einkommen am Ende des Monats. Das aber strebten sie beide nicht an, weder Heidi noch Fritz Frei. Und das Resultat scheint ihnen recht zu geben. Ihre Schützlinge gedeihen. Solange man uns braucht, in der Grossfamilie, es hat ja viel zu wenig Grossfamilie, weil es noch nicht so bekannt ist, finde ich, sollen wir doch können arbeiten und für die Kinder da sein, weil sie uns einfach nötig haben. Und Politiker, die sind auch nicht so früh pensioniert. Also ich finde, wenn so ein Politiker mit 65 noch in der Arbeit steht, warum sollen wir als... kandidiert, oder? Ja, dann können wir doch als Mutter und Vater für unsere Kinder erst recht noch da sein. Also, ich finde, das ist richtig, wenn man in diesem Alter noch weitermacht. Das Ehepaar Frei hat im Verlauf der letzten 40 Jahre fast 100 Kindern ein Zuhause geboten. Dass Liebe und Geduld bei Problemkindern viel bewirken können, ist im Haus im Zürcher Quartier Hottingen überall zu spüren. Bei vielen Kindern deutet nichts darauf hin, dass viel Schweres hinter ihnen liegt. Die Großfamilie, eine förderungswürdige Alternative zum Heim. Salvi, kommst du auch hinterher? Wir gehen spielen.